Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nintendo News. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und es ist mal wieder Sonntagabend, also gibt es hier alles, was ihr zu Nintendo Switch wissen wollt. Allerdings vorher ein kleiner Hinweis, schaut mal unten bei meinem Partner instantgaming.com vorbei, da gibt es mal wieder ein aktuelles Gewinnspiel und da könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Ansonsten, wenn ihr dieses Projekt hier gerne unterstützt, lasst doch bitte den Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr neu seid und euch das Ganze hier gefällt. Ansonsten, legen wir jetzt los mit der neuen Nintendo News. EA hat das angekündigt und EA wird es wohl wahr machen. Es kommen weitere Spiele auf die Nintendo Switch, allerdings keine aktuellen Umsetzungen. Aber das Need for Speed Hot Pursuit Remaster wird wohl jetzt tatsächlich auf die Nintendo Switch kommen und das war ja eins der ersten Gerüchte, nachdem EA diese Ankündigung getroffen hat. Denn das Spiel gibt es mittlerweile schon gelistet auf Amazon.com für $34,99. Also ich gehe davon aus, wenn man die Steuern und alles draufrechnet, sind wir hier ungefähr bei 39 Euro. Ich bin echt gespannt auf die Umsetzung, vor allem wie sie zu den anderen Konsolen abschneiden wird und ob sich EA wirklich Mühe geben wird, denn FIFA 21 zum Beispiel ist ja leider nur wieder diese Legacy Edition, also schauen wir auf jeden Fall mal, ob es ein vernünftiger Port wird. Aber man muss auch sagen, Need for Speed Most Wanted auf der Wii U war damals tatsächlich die beste Konsolenfassung. Dead by Daylight. Habt ihr von dem Spiel schon mal was gehört oder schon mal länger nichts mehr gehört? Ich hab's nie gespielt, aber es hatten auf jeden Fall eine ganze Menge Leute Spaß daran. Die Nintendo Switch-User waren allerdings bisher immer so ein bisschen ausgenommen. Das ändert sich ab sofort, denn Dead by Daylight hat jetzt auch für die Nintendo Switch einen Crossplay-Patch bekommen und da kann man jetzt ab sofort gegen Xbox, PlayStation und PC-Nutzer spielen. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Und in der Hoffnung, dass das nicht irgendwie an den Nintendo-Servern dranhängt, das wäre ungünstig. Aber das glaube ich eher nicht. Nintendo hat die besten Exclusives, das sagt zumindest Phil Spencer. Ja, richtig gehört, der Xbox-Chef hat sich mal wieder positiv über Nintendo geäußert und hat gesagt, dass Nintendo durchaus die besten Exklusivmarken hat. Und im Speziellen meinte er nämlich Animal Crossing. Und das Spiel, wissen wir ja alle, verkauft sich ja immer noch wahnsinnig. In der Show Animal Talking gibt es ja öfter mal VIP-Gäste, die sich über andere äußern und so hat er das nun auch gemacht und ich würde ihn hier gerne mal zitieren. Nicht nur, dass Nintendo meisterhaft sei, sondern auch beschützt werden sollte. Dass sie den stärksten First-Party-Stammbaum und Stärke haben, sie sind ein Juwel und in der Spielebranche etwas, das wir schützen sollten. Und das ist eine sehr interessante Aussage und ja, ich bin auch der Meinung, auch wenn wir natürlich manchmal als Fans da sitzen und denken, was macht Nintendo jetzt eigentlich? Aber ich finde, der Mann hat schon grundsätzlich recht. Nintendo traut sich trotz allem immer wieder was Neues und da sind die anderen Konsolenhersteller ja ein bisschen hinterher, die zwar immer neue Versionen ihrer Konsole bringen, aber sich nur weniger trauen. Aber man muss auch mal zugestehen, dass gerade bei Xbox, siehe Kinect, oder aber auch bei PlayStation Move sowas eigentlich immer nur von kurzer Bedeutung ist. Und da dürfen wir echt gespannt sein, wie sich der Konsolenmarkt jetzt, nachdem Xbox, PlayStation und Nintendo ihre eigene Schiene fahren, weiterentwickeln wird. Nintendo erneuert einen Markenschutz und alle Leute rasten aus. Und das kennen wir ja schon zuhauf. Es wird immer wieder vermutet, dass jetzt diese oder andere Spielemarken wieder zurückkommen. Und selbst wenn es offizielle Aussagen gibt seitens Nintendo, dass zum Beispiel Wraithrace eines der Spiele ist, die man unbedingt neu auflegen will, kommt da nicht wirklich was bei rum. So jetzt auch wieder bei The Legend of Zelda. Denn der Ocarina of Time Markenschutz wurde erneuert und alle denken so, ja, geil, da kommt ja jetzt bald ein neues Remake oder ein neues Remaster. Ich glaube eher nicht dran. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass The Legend of Zelda nächstes Jahr 35 Jahre alt wird. Also das heißt, wir können eventuell das ein oder andere erwarten. Aber wir sollten auch den Ball flach halten. Denn wir vermuten schon seit Monaten, dass auch eine Mario Collection kommt und bisher sieht man leider nichts davon. Auch wenn sich Pikmin als Vorbote, der in denselben Leaks aufgetaucht ist, ja schon so ein bisschen bestätigt hat, müssen wir trotzdem ruhig bleiben.
Ja, und wo wir auch ganz ruhig bleiben müssen und ganz entspannt bleiben müssen, ist tatsächlich Metroid Prime 4. Und während das Spiel ja 2019 in der Entwicklung neu gestartet wurde, erwartet man natürlich nun jeden Tag irgendwelche neuen Informationen. Denn ursprünglich wurde die Entwicklung von Metroid Prime 4 ja 2017 gestartet. Also das hätte durchaus ein Titel für 2020 sein können. Und der fehlt jetzt natürlich schmerzlich. Aber wir werden wahrscheinlich auch 2021 noch nicht sehr viel davon sehen, denn Retro Studios hat eine ganze Menge Stellenausschreibungen, die noch unbesetzt sind und die extra für dieses Projekt teilweise angedacht sind. Aktuell wird nämlich ein Lead Producer gesucht und der ist natürlich irgendwie gerade noch nicht auffindbar. Und das ist sehr schade, denn dieser koordiniert vor allem die einzelnen Teams und auch die Kommunikation, die unter den einzelnen Teams stattfindet, aber auch die Kommunikation nach außen. Und sowas ist eigentlich essentiell, um eine Spielentwicklung voranzutreiben. Ich bin mal gespannt, wie weit das Spiel jetzt überhaupt sein kann. Denn unter anderem ist so ein Lead Producer auch für die einzelnen Zielsetzungen, dass die eingehalten werden, zuständig. Und ja, wenn die bisher noch irgendwie nicht eingehalten werden konnten, weil es noch keinen Lead Producer gab, dann sind wir wohl noch ziemlich am Anfang. Aber tatsächlich gibt es heute nicht nur eine Nintendo Switch News, sondern auch noch eine Game Boy Color News, aber dazu kommen wir jetzt in der Software-Sparte. Und was soll man sagen, richtig interessante Neuerscheinungen gibt es auf der Nintendo Switch diese Woche nicht. Allerdings gibt es zwei interessante Ankündigungen, und zwar als allererstes erstmal für den Game Boy Color. Denn das Spiel Power mit Ausrufezeichen POWA soll tatsächlich ein Neurelease im November für den Game Boy Color geben. Mit Originalmodul, mit Anleitung und authentischer Verpackung. Abseits davon, dass da leider kein Game Boy Color Schriftzug draufsteht. Aber das wäre ja auch dann ein offizielles Lizenzspiel und Nintendo lizenziert ja nicht mehr für den Game Boy Color, logischerweise. Was ich allerdings cool fand, ist der Trailer. Der hat dann natürlich gleich mal so ein bisschen rangezogen mit dieser nostalgischen Musik und das Gameplay erinnert ein bisschen an Kirby. 49,99 € soll das Ganze kosten und es sollen genug Kopien bereitstehen, damit es kein seltenes Sammlerstück wird. Schaut doch mal hier in den Trailer rein. Aber kommen wir doch mal noch zu einer Neuankündigung für die Nintendo Switch. Und zwar kommt ein Klassiker auf die Nintendo Switch zurück. Und da hat man sich auch nicht wirklich die Mühe gemacht, das irgendwie zu kaschieren. Denn tatsächlich kommt endlich Commander Keen in seiner klassischen Jump'n'Run-Rolle zurück. Nachdem man ja irgendwie dieses Mobile-Game da aufgesetzt hat, was... Ui, ich kann das gar nicht so richtig ausdrücken, was das sein sollte. Gibt es jetzt von Commander Keen ab dem 27. August die Definitive Edition für 14,99 €. Der Serienteil nennt sich Keen Dreams, wird mit 16:9 Support kommen und einige neue Features haben, wie zum Beispiel 12 neue Level. Also wer Bock auf diese Klassiker hat, ich habe sie damals noch auf dem 386er gespielt und jetzt kann man sie mobile mitnehmen. Ich glaube, ich werde mir das mal gönnen. Aber wir haben tatsächlich noch einige Budgettitel und die will ich euch nicht vorenthalten. So gibt es diese Woche Aladdin and the Lion King, also diese Collection, die Disney rausgebracht hat, im eShop für 21,90 €. Wer jetzt sich sagt, ohne Retail ist mir das nichts, unten ist der Link in der Beschreibung zu Amazon, verdiene ich ein paar Cent mit und das kostet dann 6 € mehr, aber ihr bekommt eine Cartridge und eine passende Hülle dazu. Aber es gibt noch weitere Budgettitel, unter anderem Valkyria Chronicles und Valkyria Chronicles 4. Der erste Teil kostet derzeit 7,99 € und der vierte Teil kostet 14,99 € und da habt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Spielspaß. Wer auf etwas technisch imposanteres steht, der sollte sich mal Metro angucken, denn die beiden einzelnen Teile Metro Redux und Metro 2033 Redux kosten jeweils 14,99 €. So, das war es dann allerdings auch schon wieder mit dieser Nintendo News. Viel gibt es momentan nicht, aber wir haben endlich mal wieder einen aktuellen Stand von Metroid Prime 4 und schön auch mal wieder was davon zu hören, wenn auch nur indirekt.
Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr euch vorne nicht zu einem Daumen nach oben durchregen konntet, dann hoffentlich jetzt. Und wie gesagt, ein Abo würde mich auch freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video und ciao.